Also ich töte Zivilisten ja auch gerne, wenn ich im Rage bin. Ja, es ist so eine Affekthandlung dann. Die stehen einfach im Weg oder so und ja, dann werden sie einfach... Ich meine, die spawnen ja sowieso wieder. Von daher... Macht ja nichts. Die sind ja unkaputtbar quasi. Ja, genau. Die verschwinden ja dann nur. Aber dein Fadenkreuz wird immerhin grün, wenn du auf einen zielst. Das Spiel ist schon... Das ist, weist dich zumindest drauf hin. Du bist auf der guten Seite der Macht. Ja. Ja. Ja, erst wird die ganze Tankstelle zerlegt und ja, wenn schon, denn schon. Und jetzt nicht ans Telefon gehen, ne? Schön aufpassen. Gib mir Mühe. Oh, jetzt ist der zweite Strich. Telefon hält dich nämlich auch auf. Ja, minimal. Ja, ist mir auch passiert. Ja, du, aber du hast dich ja freigekauft. Ja, ich habe halt nicht gerafft, was ich machen sollte. So, ja, jetzt habe ich keine Ahnung, da ist noch ein Hutladen irgendwo. So, das ist immer dieselbe Taktik. Erst der Waffenladen, dann die Tankstelle an der Ecke. Ja, bisher haben wir das beide so gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es weitergeht. Aber sie haben dich schon mal. Ja, ich hab's mitgekriegt. Nicht so gut wie beim ersten Run, wo du einfach nur... Oh ja, direkt vom Laden. Ja, wenn schon... Oh, Alter, Mann, was soll denn das? Gerade beim Aussteigen. Was soll denn das? Ich glaub's, hackt. Oh, die arme Frau, die hat einen Hit in den Rücken bekommen. Oh. Oh, der arme Zivilist. So, was soll's, Katsching. Alles klar. Nummer 3. Wetter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Ja, super. Ja, 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 ja. Ist kannst ja auch drüber gucken, wenn du nach oben guckst, genau. Ja, ja, jetzt wird's aber gefährlich. So, er ist im Laden. Ja, jetzt ist er nicht mehr. Also er ist schon noch im Laden, aber nicht mehr in dem Zustand. Aber da ist einer ist. Nee, das war der letzte, oder? Ja, ich glaub schon. Wo ist mein Auto gelandet? Alter Schwede, da der hat es durch die ganze Straße gekickt. Ja. Gibt's ja gar nicht. So, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Egal, fahre eher links. Links? Ist mir doch Wurst. Ich sag dir nur irgendwas, damit deine Zeit länger dauert. Ja, super, du Sack. Das ist ja beschiss. Ey! Das kostet alles Zeit, Ja, und du freust dich natürlich drüber. Ja, nix Chinatown, ich bin in Chinatown. Chinatown nicht Station. Da ist ein Hutladen, guck mal. Ja, ich weiß, hab ich den nicht vorhin auch als nächstes gemacht? Ja, ich glaube, wir fahren immer so dieselbe Ecke ab. Ja, mehr oder weniger. Vielleicht starte ich nachher mal in die andere Richtung. Nur so zur Abwechslung. Ich meine, ich fühle ja sowieso noch im Moment. So. Ja, einfach mal alle im Laden getötet. Also du bist jetzt quasi auch Amokläufer. Ja, ich mache jetzt hier radikal Rage-Mode, weil sonst, glaube ich, kriege ich hier gleich zu sehr auf den Sack. Ich bin jetzt hier und keine Gnade und dann... Ja, du willst jetzt warten, bis sie erst kommen. Also ich wäre jetzt ja rausgerannt und wäre weggefahren. Ja, nein, ich das nicht. Das kostet nämlich jetzt wieder Zeit. Aber das ist fürs umgehauen. Fürs Publikum ist es gut, die mögen das bestimmt. Ja, jetzt aber schnell. Hier. Jetzt kannst du dir noch schnell irgendwas klauen hier zum Anziehen. Ja, ist eigentlich eine Idee. Und dann bist du hier, Freizeitanzug. Ja, egal. Zack. Und jetzt bist du nämlich nicht mehr gewohnt. Wow. Nee, du bist nicht... Jetzt bist du wieder gewohnt. Ja, super. Ja, du bist halt... Jetzt liegst du aber hier auf dem Sack. Gehst du raus? Einer ist noch da. Ich warte, bis der eine kommt, dann zieh ich verloren, mich... verloren, aber du bist schon wieder wanted. Ja, ich sehe es. Musst dir wieder was anderes anziehen. Ja, aber der hat mich verloren, das heißt, ich kann ja jetzt hier... Wenn der jetzt nicht vor den Laden läuft, jetzt kannst du direkt schnell hingehen und dir was anziehen, vielleicht. Hier, was Pinkes, oh süß. So, und jetzt muss die Waffe wegstecken. Ja, wo ist denn hier keine Waffe? Auf die Faust, ja. Ja, jetzt kannst du rausgehen. Aber wenn ich das Auto klaue jetzt, dann. Ja, dann musst du deins nehmen, das, was mit dem du hergekommen bist. Wo steht denn das? Ah, ist schon wieder jemand gegengefahren. Können die mal mein Auto in Ruhe lassen? Alles schon ziemlich schrottig. Das gibt's ja gar nicht. Mein schönes Auto. Ja, aber was? Nix 1,80. Das Auto war wanted. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es natürlich wieder gewusst. Nee, das habe ich gar nicht gewusst. Nee, das habe ich das Ja, 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 ja. Du wolltest mich nur in die Scheiße rein. Nee, 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 nee. Du willst doch nur besser sein. Ich kann doch einfach die Fresse halten, während du zockst. Ja, dann ist es aber langweilig. Zickst du mich jetzt hier an, oder was? Nö, nö, nö. Wow. Nicht, dass wir noch Zivilisten töten. Ja, du kommst jetzt hier Richtung Innenstadt. Also ich will zu dem Hutladen, zu dem anderen, wo wir vorhin auch waren. Da vorne ist einer, siehst du? Da ist auch ein Waffenladen an der Ecke. Ja, ich weiß. Aber ich war vorhin auch zuerst beim Hutladen. Also warte mal, ich muss das mal direkt vor der Tür parken. Ah, du parkst jetzt direkt davor, Mr. Bean-mäßig. Genau, ja. Mr. Bean. Wobei, der wird da parken, wo dann der Panzer drüber war. Einfach mal zu. Oh, die Arme. Oh, alle tot. So. So, das sind ja 5 jetzt. Oh oh, oh oh, schneller, schneller! Vielleicht gibt's auch dann einfach, ja, wir machen dann einfach noch Rekorde. Der die kürzeste Zeit überlebt hat,
der kriegt Negativrekord, der die längste Zeit überlebt hat. Ja, das machen wir am Schluss mit den meisten Läden, der mit den wenigsten Läden. Da machen wir dann vielleicht mal das Auto wechseln. Schön Scoring. Ja, du bist immer noch wanted mit deinem. Das ist ein bisschen dumm. Und dein pinker Anzug, der ist auch recht auffällig. Meinst du? Ah, oh, bist schon bei der nächsten Tanke. Ja, ich bin gerade auch eben an der Bullerei vorbeigefahren. Ja, die haben dich gar nicht gesehen. Warst du zu schnell? Ja, anscheinend. Hast du noch 20 Schuss für dein tolles Ding? Boah, da liegt er. liegt er so halb drauf. Ka-ching! Und das ist der sechste Laden. So, habe ich hier Schrotflinte, hatte ich doch irgendwo. Die da? Nee, das ist die Flinte. Ist das nicht auch ein Maschinengewehr? Probier's aus. Wir haben ein Tötungsdelikt. Oh, jetzt haben sie dich. Okay, wo ist er? Alles klar. Der siehst dich, der ist da hinten dran. Ja, ich seh's. Du musst musst du vor dich morphen. Kollege am Boden, schieß! Jetzt hast du ihn aber. Roger. Kommt er jetzt rein? Eine Befürchtung habe ich nämlich gerade. Also ich versuche ja die Taktik zu fahren, nicht mich im Laden zu verschanzen, ja, ich sondern auf Move im Auto dann die Leute abzuhängen. Und dann komme ich aber hier nicht raus, ohne dass sie mich voll erwischen. Und dann geht's mir so wie dir. Ja, genau. Und da musst du rennen, also. Eben. Oder du brauchst ein schnelles Auto, weil langsames Auto, hast du ja gesehen bei mir. Ja, ist es dumm. Da kriegst du auf den Sack. Ich glaube, du brauchst einen Sniper. Er ist nur hingefallen, er lebt ja, noch. Ja, ich weiß. Aber da sind schon zwei jetzt am Laden. Jetzt ist er tot. Ja, gut. Aber drüben ist noch einer. Da hinten dran. Okay, so, dann wollen wir mal gucken. Du kannst auch zu den beiden Türen da raus. Ja, ich denk's mir, aber ich will da nicht raus. Kommt ich noch einer. Oh. So, wenn dieser eine Penner da jetzt mal irgendwie aus dem Weg geht. Dankeschön, guter Herr. Und dann verschwinden wir einfach mal. Wie renne ich eigentlich? Mit Shift. Ah, sehr gut. Oh, das Auto passt zu deinem Anzug. Ja, genau deswegen nehme ich das jetzt. Steig ein! Kuh! Ach, ich muss es erst knacken, verdammt! Ja, erst knacken. Los, schneller! Dauert ein bisschen. Aber du hast Glück, es ist kein Polizeiauto vorbeigefahren in der Zeit. Los! Oh, das ist aber auch wieder ein super Auto, merk schon. Bist du jetzt hier Gay Tony, oder was? Ja, anscheinend. Kann ich nicht hier irgendwo so eine Schwulenbar überfallen oder so? Nee, sowas gibt's hier noch nicht. Schade, hätte gepasst. Wir sind in den 50ern, da ist es verpönt. Oh, ja, okay, entschuldige, mein Fehler. Warte mal, da drüben ist dann noch ein Hutladen eingezeichnet. So. Nein, das wollte ich nicht. Ja, Taxi. Ah, siehst du, wenn man kein Taxi braucht, sind sie immer im Weg. Oh, die haben dich fast gesehen, ja? Verarscht. Oh, da steht noch eins, ein Klon von dir. Gang-Auto, hä? Gang-Auto. Oh, da ist noch einer, der hat dich auch nicht gesehen. Aber gerade so. Aber du verbrauchst Zeit und kein Laden in der Nähe. Doch, da ist ja einer, da fahre ich ja gerade hin. Da. Uah! Oh, das war knapp. Oh, dann parken wir jetzt hier und steigen aus und brauche ich wieder eine gescheite Waffe. Die ist jetzt. Denkt sich auch, wer kommt denn da jetzt an? Ja, wahrscheinlich. Alle, Aktion abgeblasen. Ja, Aktion abgeblasen, wenn du den nächsten Laden überfällst. Alter, gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Oh. Klingt fies. Und jetzt schnell raus, oder was? Ja, sieht so aus. Er rennt dir einfach vor die Waffe. Ja, da konnte ich nichts für. Das jetzt ist aber schnell. Der Kollateralschaden, weil da ist. Fahr los! Ich hab übrigens die Kasse ausgeräumt, gell? Hast du das eingetragen? Achso, ja, warte. Nee, jetzt hier so, genau. 7! Oh, neuer Laden. Ja, ist cool, gell? Aber hast du auch eine kurze Zeit Straßensperre? Die zwingen dich auf die Autobahn. Ja, komm, geh weg, du Kackauto. Auf der Autobahn, da häng ich's da ab mit diesem ultraschnellen Auto. Sie schießen auf dich hinter dir. Ich hab so das Gefühl, das schon wird jetzt irgendwie nicht so geil. Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Nein! Ja, du kriegst voll auf den Sack. Ja, kann ich hier links durchfliegen? Nein. Schade. Nur durch gelben Zaun kannst du. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja, da war was. Nur durch gelb. Aber du bist schnell genug, du hängst sie ab. Oder sie kommen nicht näher in dem Fall. Ja, sag das mal nicht. Ah, warte, ging da vorne nicht rechts irgendwie durch den gelben Zaun? Ja, der gelbe Zaun ist jetzt rechts, hast du recht. Da ist auch eine Straßensperre. Einfach mal vorbeigesprungen. Ganz geschickt umgangen. Ja, sehr gut. Okay, so, jetzt bist du wieder hier oben. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Laden ist. Das ist ein bisschen fies. Ja, musst du auf dein HUD gucken oder auf die Map, wie du es beim ersten Mal gemacht hast. Ja, aber ich fahre gerade zu schnell, wenn ich an die Web-Mac mache. Oh, du bist an zwei Briefkästen hängen geblieben. Ja, super. Jetzt kannst du auf die Map gucken.